Hallo Freunde, wir sind immer noch am Peewee-Stand. Es ist ziemlich beeindruckend, was wir hier gerade sehen. Also eine Präsentation über ein neues Gerät. Hat was mit dem iPhone zu tun. Sandy, was hat es denn damit auf sich? Ja, also das, was man früher quasi so als großes Stack irgendwie immer mitgeschleppt hat, gibt es jetzt also hier im Mini-Format. Okay. Man hat also hier bei dieser Software komplett die Möglichkeit, diverse Top-Teile zu kombinieren mit Boxen, in Speaker-Simulation, einzelne Effekte, wie man es letztendlich vom normalen Setup auch kennt. Die ist in einer super Qualität. Das, was er spielt, ist komplett live. Das völlig latenzfrei. Also klingt fantastisch. Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, man könnte seinen Rig komplett in die Hosentasche stecken. Also ja, voll, man hätte ihn total für, cool. Man hätte ihn komplett für verrückt erklärt. Das Ganze ist für iPhone, für iPad oder fürs iPod Touch abzuladen. Und es gibt da eine Schnupperversion, kann man ja mal reinschauen im App Store, wo man sich MKit einfach kostenlos runterladen kann. Was man noch dazu braucht, denn das iPhone erwartet ja eigentlich ein Elektretmikrofon im Eingang, ist ein Adapter, quasi als Interface, wo man seine Gitarre reinstöpselt und dann das Signal so aufbereitet wird, dass das Gitarrensignal auch dementsprechend gut übertragen wird. Das ist das MKit Link. Das kostet 36,90. Okay. Also durchaus bezahlbar. Welt, durchaus so im Budget des Taschengeldes. Auf jeden Fall. Ja, fantastisch. Wir schauen uns hier noch ein bisschen die Präsentation an. Ich bin richtig umgehauen hier. Cooles Zeug. Und sag einfach mal bis zum nächsten Video.